Jetzt seid ihr aber hoffentlich hierher gekommen. Ich wollte euch ja jetzt keine Angst machen, aber ihr wisst jetzt, dass auf jeden Fall alles mal gegen euch gerichtet ist, gegen den Wohlstand, den man sich so aufgebaut hat. Und vor allem, man hat ja auch bei älteren Leuten da, die ihr Leben lang sich da eine Lebensleistung aufgebaut haben. Manche sind noch jung, die wollen vielleicht was aufbauen. Wie geht's? Wie kann man das machen? Wie kann man es sichern? Und genau deswegen sind wir ja hier. Und das funktioniert eigentlich schon immer relativ einfach. Es ist tatsächlich wirklich einfacher, wie man es sich vorstellt. Also bei mir nennt sich das Ganze 5-Punkte-Plan der Hochfinanz. Überall spielt physisches Gold eine Rolle, physische Edelmetalle. Aber das ist sein Part. Wir reden hier über die zwei Baustellen. Immobilien, wer Immobilienbesitzer ist, klar, das zählt auch dazu. Also wenn ich eine Bewertung meines Vermögens mache, muss ich natürlich alle Werte erfassen. Das ist der Fehler, den viele machen. Die gucken dann mal drauf, was sie vielleicht im Jahr 2018 bei mir gemacht haben. Sind im Jahr später, hängt das Depot gerade vielleicht ein bisschen im Minus, aber dann müssten wir die Immobilie mal bewerten, wie die explodiert ist. Plötzlich sieht das Vermögen ganz anders aus. Also man muss das schon alles immer in die Waagschale werfen. Das will ich nur mal kurz einwerfen und jetzt geht es eigentlich los. Was ich relativ schnell in meinem Leben, Gott sei Dank damals als junger Mensch, Mitte 20 schon gelernt habe, also in den 1990er Jahren, das sind ja bei Jüngeren dabei, vielleicht könnt ihr euch das gar nichts mehr vorstellen, wir hatten ja mal eine Zeit ohne Handy, wir hatten mal eine Zeit ohne WhatsApp. Früher, ich sage es immer meiner Tochter, die ist jetzt 14, wenn ich mit 14 oder mit 15 ein Mädchen in der Schule kontaktieren wollte, außerhalb der Schule und wollte dann anrufen, dann hast du da geschwitzt erstmal und bist in die Telefonzelle in Eurach. Das waren so gelbe Häuschen, da konnte man reingehen, musste man telefonieren und dann musstest du mal anrufen. Da war plötzlich der Vater am Telefon, der hat dann aufgelegt, wenn du Pech hast. Also das war alles viel schwieriger wie heute. Ja? Also das ist heute nicht mehr so einfach, ja, du Trottel oder wie auch immer. Und damals ging das ja so los mit Handy, Internet, Technologieblase. Wer da dabei war, weiß, von was ich spreche. Und damals habe ich das schon, das war so ziemlich mit das Erste, was ich gelernt habe und was ich heute noch gnadenlos umsetze. Das ist einfach die Hauptinvestments so zu positionieren, dass sie der Marktkapitalisierung der einzelnen Märkte überhaupt mal Rechnung tragen. Und da haben also Wissenschaftler wie Professor Meyer, Hackedahl und wie sie alle heißen, Henrik Bessenbinder, also zig Professoren haben das ja schon längst nachgewiesen, dass wenn du es anders machst, dass das Glück ist. Also wenn man Glück haben will, da drüben irgendwo ist, wenn die Richtung passt, rot oder schwarz, da geht es ganz schnell, das hat mit Vermögensverwaltung und Geldanlage nichts zu tun. Das heißt also, wenn ich jetzt mal weiß, dass die Weltmarktkapitalisierung der einzelnen Indizes, also in dem Fall jetzt der Dow Jones, 54% der Welt ausmacht und ich jetzt halt Deutschland übergewichte, wir haben gerade mal 2% mit unserem DAX. Wenn sich jemand wundert, warum, ganz einfach, Google, Apple, Facebook, kennt ihr alle, die sind halt in New York gelistet und nicht in Frankfurt, deswegen sieht es halt so aus. Und das ist mal einer der wichtigsten Prozesse. Und jetzt stellt sich auch die Frage, wenn man immer über Streuung spricht, dann bedeutet es ja, man streut, das heißt, manche machen es ja auch selber, ja, wir kriegen ja immer wieder solche Vermögensverwaltungen auch dann zur Prüfung. Habe ich da so ein Analyse-Tool, da kann ich dann diese Vordepots mal komplett auseinanderlegen und kann dann mal gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann, das war jetzt eins von der, also die Bank ist jetzt eigentlich völligst wurscht, ja? Also man kann sich das dann angucken, man kann ja eins und eins zusammenzählen, je nachdem zu welchem Finanzvertrieb ich gehe. Also wenn ich bei der Sparkasse bin, dann gibt es halt Deka-Fonds, wenn ich bei der Union Investment Gesellschaft was habe, war ich Kunde von der Raiffeisenbank. DWS ist Deutsche Bank und noch ein paar andere Vertriebe. Und wenn man sich das dann halt immer so anguckt, diese Dinge, dann sieht man halt plötzlich, dass ich ein wahnsinniges Klumpenrisiko habe. Das sieht man da immer, wenn man das dann so analysiert. Da gibt es dann beispielsweise Fonds, die halt bei der Anlage 76% ausmachen. Das bedeutet halt, wenn dann ein Geld, also 100.000 Euro, 76.000 hängen auf einer Anlage, und der funktioniert nicht, dann kann ich ja nicht erwarten, dass mein Geldanlage funktioniert. Und das ist das, was auch damit gemeint ist. Also ich kann mich an ca. 35.000 bis 40.000 börsennotierte Unternehmen weltweit beteiligen. Aber an welche soll ich denn nehmen jetzt? Das ist doch die Frage. Und das ist einfach was uns mit unseren Strategien auch gelungen ist. Das kann man aber auch anders noch abbilden. Also ich habe mich für eine ganz besondere Geschichte entschieden. Leere Seite? Nee. Und zwar hier nochmal der Beweis dazu, warum das wichtig ist. Und zwar gibt es also von der Firma Dimensional, für die habe ich mich entschieden, also das ist die Steigerung zu ETFs.
Also erstens immer dahingehend, also die sind kostengünstig wie ETFs, aber das, was die versprechen, was drin ist, ist auch wirklich drin, also echte Firmen. Und dieses Matrix-Buch ist die Quelle dafür. Also dieser Professor Hendrik Bessenbinder hat eine Studie gemacht zum S&P 500. Das sind die 500 größten Unternehmen in den USA. Und er wollte einfach mal wissen, man konnte, wenn man jetzt im Jahr 1926 Geld angelegt hat, bis heute pro Jahr 10% Wertsteigerung machen. Also per anno Rendite. Nicht einmal 10%, sondern jedes Jahr. Und jetzt kommt, jetzt will er wissen, das war die Studie, wie viele von diesen 500 Unternehmen sind denn überhaupt verantwortlich dafür, dass diese 10% möglich waren. Also 500 Unternehmen gibt es, da fliegen natürlich welche rein, welche raus. Die Frage ist tatsächlich, 500 Unternehmen ist ein Index, wie unser DAX sind 30, da sind es 500, machen 10% pro Jahr seit 90 Jahren drüber, wie viel sind verantwortlich dafür, dass das möglich ist. Also alle die, hat jemand eine Idee, außer die, die es wissen jetzt, mal einfach ruhig sein, haben wir schon drüber gesprochen. 5 Firmen, okay, noch eine Idee? Alle 500, noch jemand eine Idee? Also es sind tatsächlich nur 4%, also 20, das heißt 500 Unternehmen, 20 Stück davon sind geil, wie man so schön sagt, der Rest ist da, aber macht langfristig so gut wie nichts. Also die Frage ist jetzt bloß, wie kann ich die so adressieren, dass ich halt bei den 20 auch dabei bin? Das ist ja die Frage. Also wie kann ich so streuen, wenn wir über Risikostreuung sprechen, dass ich da dabei bin? Das ist der Beweis dafür. Außerdem die größte Sicherheit für euch, euer Vermögen ist definitiv in Sachwerte zu investieren, in Aktien. Wir machen es mit Fonds, ganz breit gestreut, bis 35.000 bis 40.000 ist möglich. Wir können von den 35.000 bis 40.000 möglichen 15.000 Abbildungen bilden. Also das ist mit die größte Streuung, vor allem auch für das Geld, was wir an Gebühren dafür nehmen. Und das ist der Beweis dafür, dass alle Menschen, die Angst vor diesem Investment Aktien haben, eines Besseren belehrt werden, denn das ist das Spiel. So. 1926 bis 1938, es gibt, wenn ihr hier mal guckt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahrzehnte, seht ihr da ein negatives Jahrzehnt. Kein einziges. Größte Krise des letzten Jahrhunderts war damit drin dabei, das sind 12 Jahre, weil sonst geht es nicht auf. Wir können es aber 26 bis 36 machen, dann sind es halt 3% plus, das ist völlig verstanden. Man kann in dieser Matrix rumdoktern, wie man will. Ihr werdet kein Jahrzehnt finden, wenn ihr 10 Jahre Anlagesumme mit Zeit mitgebracht habt, wo dieses Ding ins Minus rutscht. Das ist immer nur das, was, ich komme dann dazu bei den Konjunkturzyklen, was wir halt immer machen, leider viele, ist zyklisches Anlegen. Und das ist das, was ihr dann auch kennt, wenn dann einer sagt, oh, ich habe einen Haufen Geld verloren. Das liegt daran, weil man halt einfach die Zeit nicht mitbringt. Kein Mensch kauft sich doch ein Auto. Wenn ihr heute einen Sachwert kauft, 50.000 Euro Auto, setzt dich da rein, drehst immer einen Schlüssel rum, ist das Auto bloß noch 45.000 Euro wert, deswegen verkauft es doch keiner. Wir haben hier einen Immobilienmakler sitzen, kein Mensch kauft sich heute eine Immobilie, weil er meint, ich will das Geld sichern und fängt nächstes Jahr an und will sie wieder verkaufen. Oder noch besser, wenn Immobilienbesitzer unter euch da sind, fragt euch doch einfach mal, wann habt ihr diese Immobilie das letzte Mal bewerten lassen? Für wie viel, wann habt ihr sie gekauft? Weil es ist ja ein Vergleich, also wir reden über echte Sachwerte. Eine Immobilie ist, wenn ich die vor 20, 30 Jahren gekauft habe für 200.000, damals lassen wir die Währung offen, so jetzt macht die auch Entwicklungssprünge. Also wenn ich jetzt nichts daran gemacht habe und ich habe die schlechte Phase mit den Immobilien erreicht, dann wäre der Makler vielleicht gekommen, hätte sie bewertet und hätte gesagt, oh, die hat nur noch einen Verkehrswert oder ich kann sie dir für 180.000 verkaufen. Hättet ihr die Immobilie deswegen verkauft? Aus Angst, dass die gar keinen Wert mehr hat. Das macht doch keiner. Bloß ein Investmentdepot, ja, da gibt es wirklich Menschen, wir reden darüber während der Beratung, wir reden über langfristige Ansätze und dann fangen die nach einem Jahr an zu diskutieren, oh, es läuft nicht, was du da erzählst. Also der eine Baustein, wir reden jetzt über Aktien. Ja, dieser Baustein Aktien, darüber rede ich jetzt gerade.
Ja, wenn ich keine Zeit mitbringe, dann kann ich mir kein Vermögen bilden. Das funktioniert nicht. Das ist Zockerei, das wird niemals funktionieren. Also das ist der Beweis dafür, die Studie Henrik Bessenbinder sagt ganz klar, 20 Unternehmen von 500 vom ältesten Index der Welt sind verantwortlich für diese Outperformance von 10%. Und daran muss ich mich halt halten. Das sind ganz klare Regeln wie im Straßenverkehr. Also ich, außer wenn ich was vorhab, fährt auch keiner bei Rot über die Ampel. Ja, also das ist das Thema. Ganz wichtige Geschichte.